Hey Leute, im Moment läuft aktuell auf AMC die 10. Staffel von The Walking Dead. Aber das ist nicht das, worüber ich mit euch reden möchte. Und zwar hat der Comicautor Robert Kirkman, der die The Walking Dead-Reihe geschrieben hat, seinen Fans versprochen, dass es jetzt endlich mal ein The Walking Dead-Ende geben wird. Das ist natürlich auf die Comics bezogen und nicht auf die Serie. Denn damit hat er relativ wenig zu tun. Und er hat sein Versprechen sogar eingehalten. Das letzte Comic von The Walking Dead ist rausgekommen. In diesem Video reden wir darüber, was das Ende denn so genau ist von The Walking Dead und wie das dann in der Serie aussehen könnte. Denn wie wir ja wissen, ist die Serie eigentlich eine ziemlich stark abgewandelte Version von den Comics. Für mehr solcher Videos weißt du ja, was zu tun ist. Einmal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du auch immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. So, fangen wir erstmal da an. Viele Fans haben gesagt, okay, wenn es ein Ende geben soll, dann sollte Rick Grimes, also der Hauptcharakter, der sowohl der von der Serie als auch von den Comics, ebenfalls ein Ende finden. Und Robert Kirkman hat dieses Versprechen eingelöst. Er hat gesagt, okay, das machen wir so. Und im vorletzten Comic von The Walking Dead ist es dann passiert. Der Hauptcharakter Rick Grimes ist gestorben. Er wurde tatsächlich getötet. Aber das war ja das vorletzte Comic. Also was passierte im letzten Comic? Am Ende stellt sich raus, dass eine Theorie, die sogar schon mal in Umlauf war, wirklich gestimmt hat. Und zwar gab es eine Theorie, dass Ricks Sohn Carl erwachsen ist und seinen Kindern von seinem Vater erzählt. Weil Carl ist ja einer der wenigen Kinder, die noch in der normalen, richtigen, vorherigen Welt gelebt haben und dann die gesamte Apokalypse mitbekommen haben. Somit stellt sich also am Ende raus, dass die ganze Serie eigentlich von Carl erzählt wurde. Und zwar seinen Kindern. Er erzählte viel über seinen Vater Rick und wohin Rick sie bis heute oder beziehungsweise bis dato geführt hat. Diese Kinder hat er tatsächlich bekommen mit Sophia. Sophia sollte man vielleicht kennen, das ist Carols Tochter. Und mit ihr hat er zwei Kinder bekommen. Also die Menschheit hat sich auf jeden Fall wieder aufgebaut. Es gibt tatsächlich sogar Strom, Wasser, alles Mögliche. Allerdings kannst du nicht komplett frei rumlaufen, denn es gibt immer noch die ganz große Mauer und dahinter befinden sich natürlich immer noch Beißer. Denn dieses Problem wird sich ja nicht klären. Aber ein Stück Zivilisation ist einfach aufgebaut. Reden wir jetzt mal ganz kurz über das Ende, bevor wir darüber reden, wie das in der Serie aussehen könnte. Und zwar, ich persönlich hätte nicht gedacht, dass The Walking Dead eigentlich so ein Happy End haben wird. Weil The Walking Dead eigentlich eine schon sehr düstere und traurige Geschichte ist, dass man fast nicht erwartet, dass es ganz am Ende sogar ein Happy End gibt und die Zivilisation eigentlich wieder lebt, beziehungsweise aufblüht. Aber wie könnte das Ganze aussehen, wenn es in der Serie passiert? Und viel fehlt da nicht mehr. Ich meine, es ging um die Whisperers, dann um die New World Order und dann war eigentlich schon das Ende. Und in der Serie sind wir gerade bei den Whisperers. Jetzt fehlt nur noch die New World Order und dann ist die Serie eigentlich auch schon am Ende. Es sei denn, sie kommen irgendwie auf die Idee, noch weiter zu produzieren, aber das glaube ich mal nicht. Denn Angela Kang, die Regisseurin, hat auch schon bestätigt, dass sie das Ganze nicht mehr so lange machen will. Also ist mit einem Ende so ungefähr zu Staffel 13 zu rechnen. Was von der Unglückszahl natürlich ein bisschen zu The Walking Dead passen würde mit 13 Staffeln. Jetzt allerdings läuft aktuell die 10. Also könnte es nicht mehr so lang dauern. Was ich persönlich auch sehr schade finde, denn The Walking Dead ist eigentlich meine Lieblingsserie und ich wüsste gar nicht, was passiert, wenn die zu Ende ist. Dann habe ich erstmal keine Lieblingsserie mehr. Und ich weiß, es wird definitiv nicht nochmal sowas geben, was mich so krass in den Bann zieht. Auf jeden Fall, wie könnte das Ende da aussehen? Ich meine, in den Comics ist Rick gestorben und Carl war der Anführer. Das Problem ist, dass in der Serie Carl gestorben ist und dann auch noch Rick gegangen ist. Also er ist ja nicht tot, aber er wird sich ja um seine Filme kümmern. Hier haben ein paar die Theorie aufgestellt, dass vielleicht die Tochter Judith, die ja in den Comics gestorben ist, aber in der Serie überlebt hat, theoretisch irgendwann die Geschichte von ihrem Vater erzählen. Das Problem ist bloß, die Geschichte von The Walking Dead fing schon an, bevor sie überhaupt geboren wurde. Was heißt, sie kann gar nichts von der vorherigen Welt erzählen. Das Einzige, was theoretisch möglich wäre, ist, dass Rick vielleicht nach dem Film zum Ende der Serie nochmal auftaucht und vielleicht seinen Enkelkindern von dieser Geschichte erzählt. Oder vielleicht sogar Judith von allem erzählt. Was ich aber nicht glaube, weil mich schon ja eigentlich schon alles Judith erzählt hat. Also theoretisch wäre es möglich, dass Rick vielleicht seinen Enkelkindern davon erzählt. Was jetzt endlich rauskommt, weiß ich nicht, aber Fakt ist, so lange wird die Serie nicht mehr gehen. Ich finde das Ganze echt sau interessant. Schreibt uns doch mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie fandet ihr eigentlich das Ende von The Walking Dead? Fandet ihr es zu Happy End mäßig oder fandet ihr das einfach
Übertrieben geil. Was sagt ihr zu dem Ende von The Walking Dead? Und was glaubst du, wie die Serie ausgehen wird? Das würde mich auch interessieren. Schreibt uns das doch in die Kommentare. So, ich habe meine Theorie aufgestellt. Was heißt, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische, beziehungsweise hören uns in alter Frische. Das war's. Haut rein, bleibt fresh. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Oder hören uns das nächste Mal. Ciao.